Willkommen zurück bei Let's Play WWF No Mercy hier bei der Light Heavyweight Championship Tour mit Drake Younger. Beim letzten Mal haben wir ja sowas von dominant gewonnen und auch voll ohne Cheatcodes. Und jetzt sind wir beim sechsten Kapitel und ich glaube, es ist das letzte. Mal sehen, ob ich da recht behalten werde. Continue, mal sehen, wie das Ganze hier enden wird. Wahrscheinlich mit einem Championship Match gegen die Malenko Last Battle, das letzte Aufeinandertreffen, der letzte Kampf bei der Survivor Series. Bei Survivor Series enden anscheinend die ganzen Storylines. Drake Younger und unser Gegner bestimmt. Ach ne, wir dürfen eine Promo halten. Die Malenko kommt zum Ring. Okay, du hast zwei Gegner besiegt. Du bekommst deine Titelmöglichkeit. Aber dieses Match wird nach meinen Regeln verlaufen. Wir werden ein Leitermatch haben. Ich weiß gar nicht, wie die Leitermatch-Controls sind. Toll. Ist egal, ob ich gewinne. Ach, ich muss gewinnen. Das wird ja wieder was. Das wird ja wieder was. Ich freue mich ja riesig. Ich muss erstmal gucken, wie man auf den Leiter klettern kann. Oh, mal gucken, wie mache ich das? Bestimmt mit Kreis. So. Muss ich mir erstmal angucken. So, wir können ja schon mal die Malenko da reinpacken. Dann holen wir uns die Leiter. Komme ich reingelaufen? Und wie stelle ich die wieder auf? Ich weiß es nicht. Fällt sie mal hin, danke. Ich weiß glaube ich wie. Probieren wir gleich mal. Der Leiter-Sound ist auch sehr schön. So, Suplex. Nee, doch, Suplex. So, wie stelle ich dich hin? So mache ich das. Dann gehe ich hier rauf. Du kannst auch mal raufkommen. So. Sehr schön. Ich möchte mir. Ich möchte das mal angucken, wie das hier funktioniert. Ist das. Eigentlich soll ich. Ja, ich müsste mir eigentlich mal die Controls angucken. Ist wahrscheinlich. Achso, ich muss nach oben wirklich drücken. Bah! Aber die Animationen sehen realistischer aus in WWE 2K14. Als in WWE 2K14, was? Komm, geh mal rauf. Damit ich umschmeißen kann. Ist drauf? Anscheinend will er nicht. So, du kannst hier raus. Ich gehe hier hoch. So, schnell! Schnell! Wie hole ich mir das Ding? Ah! Was muss ich tappen? Ah, oder was? Ist das wie Sea Cage ungefähr? Stimmt, ne? So. Der Schatten von dem Titel ist auch sehr schön. So, die Malenko, der ist schon gut angeschlagen, würde ich mal behaupten. Dann können wir eigentlich mal mit der Leiter vermöbeln. Oh, und da schmeißt er uns direkt auf die Leiter rauf. Im Gesicht voran. So. Take this! Nein! 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 Ja, komm. Danke. Das wollte ich nämlich machen. Verdammt. Nein, 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 nein. 1000. Der konnte so viel. Ist ja wohl unfassbar. Gleich nochmal und gleich nochmal. So. Ups, Sam. Das hätte ich mir wirklich mal vorher angucken sollen, wie man Ziel Quatsch Ladder Match bestreitet hier. Wäre wahrscheinlich ein guter Tipp gewesen. Na, Alter! Ist der auf Expert eingestellt oder was? Aber cool, das leider wenigstens ein Unfall, wenn man dagegen läuft. So was, so wünscht man sich das doch. So. Dann einmal Tommy Drop nochmal. Okay. Dann würde ich sagen, probieren wir irgendwie einen Finisher. Nein. Irgendwie einen Finisher. Dann ihn rausschmeißen. Wenn das mal gut geht. So würde ich auch gerne mal ein Low Blow können.
einfach No-Sell-Button drücken. Was? Warum hat er nicht getroffen? Aber eindeutig habe ich getroffen. Der kontert so viel. So, komm, Piledriver-Time. Zack! So. Haben wir das? Bam. So. Jetzt lass dich schlagen, verdammte Scheiße. Danke. Ja. Leglock. Ihr wegen Leglocks, den überholt uns auch noch in Sachen Momentum. Gar nicht cool, gar nicht cool. Na, fuck! Fuck! War das ein Special? Ich weiß es nicht. Hat er das Special nicht irgendwie German Suplex oder so? Haha, hast gedacht, was? Ich möchte jetzt schnell noch ein Signature Move bekommen. Quatsch, ein Finisher. Signature Move gibt's hier nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie es sie in WWE 2K14 gibt. Ne? So. Dann darfst du wieder aufstehen. Ich muss doch wenigstens das Finale beim ersten Mal gewinnen können hier. So. Drake's Landing. Und jetzt nochmal. Dann ihn rausschmeißen und dann das Beste hoffen. Ey, bitte. Lasst es funktionieren. Lasst es funktionieren. So. Jetzt das Ding hier hinstellen. Oh, scheiße eben. Hoch, hoch. Warum steht er so schnell auf? Das kann doch irgendwo nicht sein. Na! Ah! Alter! So. Raus mit dir. Hoch. Hoch. Schnell. Schnell. Tap, 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 tap. Ist das okay, wenn ich ein bisschen daneben bin? Jawohl! Es hat geklappt. You got it. Jawohl. Beim ersten Mal hingekriegt. So wollte ich das. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber egal. 6 Minuten 30, das nur. Seid ihr okay? Oh, der Hals ist auch sehr schön von Greg Young. Und da hole ich mir den Light Heavyweight Championship Titel. Lass sie gleich wieder fallen. Jawohl! Wenigstens habe ich das Match einigermaßen hingekriegt. Und somit ist auch dieses Kapitel abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Chapter 6! Und das war's mit der Light Heavyweight Championship Tour. Und ich glaube, ich habe jetzt mehr Parts gebraucht als für die European Championship. Heute Abend gibt es einen Light Heavyweight Champion, es ist Drake Younger. Bitte gebt ihm eine Runde Applaus. Herzlichen Glückwunsch, Drake Younger. Und vielen Dank an dich für das Spielen dieses Spiels. Deine Reise beginnt nun. Hier ist gar nicht die Entrance-Melodie von Drake Younger. Ach, schön. Ach, schön. Mit dem Light Heavyweight Championship Titel. Congratulations! Herzlichen Glückwunsch! Du bist nun der Light Heavyweight Champion geworden. Aber um Champion zu bleiben, musst du alle Schwierigkeiten aushalten, die dir in den Weg gesetzt werden. Wir haben, oder wir glauben an dich, oder wir glauben an deine Fähigkeit, es zu schaffen. Und somit sehen wir gleich die Credits, gleich oder so. Nochmal ein bisschen Kohle einheimsen. Schön, 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 haben wir das erledigt. So. Und dann kommen jetzt die Credits. Yeah. Das war's dann für die Light Heavyweight Championship Tour. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Intercontinental Championship Tour, wo ihr ja für voten könntet, mit wem ihr das Ganze bestreiten werdet. Bin gespannt. Warte mal, das hat jetzt 5 Parts ungefähr gedauert, ne? Dann geht's ab Part 10. Ja, ab Part 10 geht's dann los. Ich muss kurz rechnen. 4 Parts. Ba, 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 ba. Ist heute Dienstag? Kann sein, ne? Bin mir nicht sicher.
Ja, wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Ich nehme es ja am Samstag auf. Das heißt, wenn ihr das hier seht, habe ich schon die Intercontinental Championship Tour aufgenommen. Ja, muss ich überlegen, wie das mit dem Voting mache. Doch. Ja, dann nehme ich einfach das Ergebnis, was ich am Samstag vorfinde. Machen wir so, machen wir so. Gut, bis dann. Kurze Episode heute. Dafür habt ihr euch tolle Matches in den vergangenen Episoden ansehen müssen. Ne? Ja, das soll es gewesen sein. Bis dann. Wir sehen uns morgen bei der Intercontinental Championship Tour. Euer Franz, euer Zock, Daumen hoch, cool und haut da rein.